defensa.
コスプレの、コンテストがありまして、この2名の方が上位2名に選ばれております。こちらで誰が優勝するかが決まります。メリーナ・ライスさんとカタリーナ・オーバインダーさんです。Ja, hallo. Der große Zirkus findet zwar jetzt nicht mehr statt. Der große Zirkus fand hinten in der Popkulturzone bei der ADAC-Bühne statt. Da haben wir wie jedes Jahr unseren Cosplay-Wettbewerb veranstaltet. Cosplay gehört mittlerweile mit fest zum Japantag. Das hat sich sehr integriert. Das Cosplay ist ja gut vor 15 Jahren nach Deutschland geschwappt. Erfreut sich immer mehr der Beliebtheit. Deswegen sieht man auch ganz viele wirklich tolle Kostüme. Auch dieses Jahr hatten wir 33 wirklich sehr tolle Teilnehmer. Diese stecken in die Kostüme viel Liebe und viel Zeit, denn jedes Kostüm ist handgefertigt, selbst gearbeitet und es kostet natürlich viel Zeit, viel Geduld und auch einiges an Geld. Und da wir das prämieren möchten, machen wir jedes Jahr einen Wettbewerb und diese beiden sind dieses Jahr die Gewinner, aber sie wissen noch nicht genau, wer den ersten und zweiten Platz gemacht hat. さて、今ご覧いただいております素晴らしいコスチュームで登場してくださいました2名の方、先ほど申し上げましたように上位2名なんですが、まだどなたが1位になるか分かりません。この後あのこのコスプレのスポンサーの方が2名登場してくださいまして、そのお二人によって誰が1位か決めさせていただきます。Ja, und es ist wichtig, wer den ersten oder zweiten Platz gemacht hat, denn es gibt was zu gewinnen. Genau. Wie jedes Jahr hatten wir unglaublich viele wirklich tolle Preise. Und dazu gehören natürlich tolle Sponsoren. Der zweite Platz steht unter anderem hier auf der Bühne. Der geht gleich an den Zweitplatzierten. Und gesponsert haben uns der ADAC, Anime House, Konichi, Figuya, Kase, Manga Mafia, My Costumes, Otaku.de und Was ist Cosplay? Die haben gesponsert den 10. bis 2. Platz. Das ist so ungefähr das, was da steht. Und zum 1. Platz gehören natürlich unsere großen Sponsoren JAL und dieses Jahr zum ersten Mal Hotel Nico aus Osaka. Osaka JAL aus der Serie Aesthetica of a Witch Hero. Hallo, ich heiße Katharina und ich stelle Heide Tembelin aus Gangatsu, der Graf Monte Cristo, da. Also dieser Roman, den es mal gab. Und da man es wahrscheinlich vom Weiten nicht so sieht, die Melina hat Rüstungsteile, die sehen aus wie gekauft. Die sehen so ein bisschen aus wie ein glänzender Motorradhelm. Da ist viel selbst gebaut und die Katharina hat den ganzen Kimono, Unterkimono selber bemalt und bedruckt. 簡単にあのキャラクターをご紹介しますと、メリーナさんの方ははぐれ勇者のエステティカのミユというキャラクターだそうです、それでカタリーナさんの方は岩窟王という、アニメのハイデーというキャラクターだそうですが、お二人とも全部自分で半年以上かけて作ったそうです。Und jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand, sondern in der Hand von den beiden Herren.ではあのここであのお二人のお名前をご紹介したいと思います。まず、und erhielt den Künstlernamen Hanayagi Tomokino und unter diesem Namen ist sie in Japan ein Riesenstar. Viele Preise und sie gilt als die ganz große Meisterin dieses Tanzes. Ja. さて皆様これからご登場いただきますのは渡辺舞踊団の皆さんで日本舞踊のグループです。日本でも毎年大人気の日本舞踊のステージなんですが、舞踊団を率いる師匠の花柳智絹さんは日本舞踊 花柳流の名取りであり、年に数回日本からわざわざドイツにお越しくださいまして、後進の指導に当たってくださっています。Ja, und wenn es eine Versinnbildlichung des Begriffs Anmut gibt, dann ist es das, was Sie jetzt sehen. Und außerdem sind ganz entzückende, ganz kleine Tänzerinnen dabei.Sie werden sie an den Schmetterlingsflügeln erkennen. Also lassen Sie sich einfach bezaubern von Hanayagi Tomokino und Watanabe. 毎年そうなんですけれども、本当に小さな踊り手さんも参加してくださってます。今年は一番小さい子が2歳です。で、大きい女性まで、大人の女性までいらっしゃいますから、あの、それぞれの美しさがあるかと思います。Ja, genießen Sie es und lassen Sie sich erfüllen von diesem wunderbaren Tanz.Er ist der Lieder, möchte ich gerne wissen. Ach so, genau. Fast hätte ich es vergessen.
Wir müssen ihn ein bisschen immer zwischendurch erklären. Also das erklärt sich nicht selbst, da hat die Mia vollkommen recht. Wir werden immer zwischen den Tänzen noch mal kurz auf die Bühne huschen und ihnen erzählen, was sie sehen. Also der erste Tanz heißt Suisen Tanzen. Und das ist ein Tanz aus dem Kabuki-Theater und der zeigt, wie junge Männer miteinander kämpfen. 皆さんには4曲、4演目を踊っていただくんですが、まず1曲ずつ紹介してまいりたいと思います。最初の演目は水仙丹前という曲で、歌舞伎の中のお話なんですけど、当時の流行最先端を行く若衆が気取って蹴鞠を振り、互いに競い合って踊るという演目でございます。So, aber jetzt Ihr Applaus für Watanabe Tanzgruppe. Yeah.